Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es um Luna, der wahrscheinlich komischste Charakter, den ich jemals in irgendeinem Spiel gespielt habe. Bei der dreht sich alles um Musik und wenn ihr mit Luna spielt, und das werdet ihr gleich sehen, denkt ihr, ihr spielt irgendwie Dance Dance Revolution oder Guitar Hero oder sowas. Ganz, ganz verrückt und direkt vorab, ey, Hut ab für alle, die Main spielen. Ich komme damit überhaupt gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich zu alt bin oder mir Multitasking fehlt, aber das ist so schwierig für mich, die Gegner anzuvisieren, auszuweichen, Movement und auf alles zu achten, Looting und dann auch noch das richtige Timing zu haben. Aber ja, ich zeige euch erstmal, worum es bei Luna geht. Luna, von den normalen Stats und so ist da jetzt nichts Besonderes bei, aber ihre Mechanik und ihre Fähigkeiten sind sehr, sehr crazy. Die allererste Fähigkeit, diese hier, da hört ihr schon an der Musik, geht in so einen Musikmodus über. Ihr kriegt so ein Feldchen, in diesem Feldchen, wenn da ein Gegner drin ist, wird er angegriffen. Und dann müsst ihr versuchen, im Takt diese gelben Dinger zu treffen. Und wenn ihr die trefft und einen Gegner dabei trefft, dann erhöht sich hier unten da eine extra Zusatzleiste mit Mana oder sowas, mit ihrer Musikmana. Das werdet ihr gleich aber auch noch sehen. Und zusätzlich dazu könnt ihr aber auch im Takt die anderen Fähigkeiten einsetzen. Wie ihr gerade seht, gibt es drei Stück, die machen auch alle unterschiedliche Sachen. Einmal erhöhten Schaden, einmal Abklingzeit runter, einmal Crit-Schaden. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber einfach, dass ihr seht, wie man sie einsetzt. So, dann tanzt sie auch anders. Dann gibt es den hier noch. Und es gibt den hier noch. Und dann könnte das so hier laufen. Und dann passiert sowas. Das passiert allerdings auch nur, wenn ihr die rote Mod drin habt. Wenn ich die rausnehme, Lärmwelle, das ist die Mod, um bei Gegnern Schaden zu machen. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Wenn ihr die rausnehmt, dann macht Luna nur Support. Das bedeutet, wenn die Abklingzeit da kurz vorbei ist, wenn ihr jetzt in diesem Modus seid und dann eine Fähigkeit zündet, dann seht ihr, da vorne ist so ein roter Bereich. Und in diesem Bereich kriegen alle eure Kollegen einen Buff. Das sind auch gar nicht so schlechte Buffs, wenn man sich das mal anguckt. Hier zum Beispiel gibt es einmal Abklingzeit, erhöhte Fertigkeitsstärke, Crit-Schaden, Crit-Trefferrate, sehr cool. Erhöht sich ja natürlich, umso höher euer Meta unten ist. Hier gibt es einmal MP-Wiederherstellung, auch sehr spannend für Charakter, die sehr MP-hungrig sind. Oder hier, wie ich eben schon sagte, reduziert das die Abklingzeit. Was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist, dass man hier unten verbesserter, fröhlicher Klang hat und dann eine Lepic-Ult sofort zurückgesetzt wird. Habe ich jetzt bisher noch nicht ausprobiert, aber das könnte ich mir so zum Beispiel vorstellen. Ja, das ist soweit eigentlich. Ich werde jetzt nochmal die Attack-Mod reinmachen, damit ich auch ein bisschen Schaden machen kann. Um euch das auch nochmal zu demonstrieren, wie man damit theoretisch Schaden machen könnte. Wo ist sie? Es gibt einmal flinker Schritt. Das erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und Fertigkeitsreichweite. Das ist natürlich auch sehr krass. Kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil ich keine Verbündeten mit dabei habe. Aber was ich zeigen kann, ist Lärmwelle. Und wenn ich jetzt mit Lärmwelle hier vorne hingehe und hier mal ein paar Gegner versuche zu besiegen, dann müsst ihr halt übel auf den Takt achten und macht dann halt ein wenig Schaden. Und da ist auch meine Mana schon wieder leer. Also, na, es ist, ich sage es euch, es ist wirklich schwierig. Es ist gar nicht so einfach. Ich gebe hier echt mein Bestes und ich bin echt, also ich bin wirklich nicht gut, was das angeht. Also wirklich gar nicht, komm, gar nicht klar. Es ist überhaupt nicht mein Charakter. Ich versuche es euch so gut es geht irgendwie rüberzubringen. Aber es ist wirklich nicht einfach, auf alles zu achten und dann hier auch noch die Dinger richtig zu treffen. Der Schaden ist jetzt auch nicht so unfassbar krass, muss ich sagen. Irgendwas zwischen 50 und 100.000 bei einem Crit. Jetzt sind die Mana auch schon wieder leer. Also ich bin super schlecht, was das angeht. Ich weiß ja sogar, wo die Gegner hier sind, aber hier komplett drauf achten, wo wir hier sind, das ist so schwierig für mich.
kann das nicht. Ja, aber das ist der Charakter, Leute. Das ist der Charakter. Ich habe ein ganz witziges Meme auf Twitter dazu gesehen. Was für eine entspannte Zeit irgendwelche Bunny-Spieler haben und wie unentspannt Luna ist. Also das ist so, so unfassbar schwer. Also als Damage-Dealer kann ich es mir gar nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man zum Beispiel auf die andere Mod geht und dann komplett nicht auf Stärke, sondern auf Reichweite, so dass man wirklich eine riesige, riesige Reichweite hat und seine Kollegen einfach nur stärkt. Wenn wir hier Reichweite mit reinnehmen und diese flinke Mod. Ich kann das, wie gesagt, leider nicht zeigen, weil ich keinen Kollegen mit dabei habe. Ihr müsst euch das dann einfach vorstellen. So, und das, was ich so krass finde, ist dann, dass die Reichweite so krass ist. Also, wenn wir das hier jetzt mal starten und dann mal machen, schaut euch die Reichweite ein. Und die geht nochmal höher, wenn man einen Kollegen bufft. Also, die Reichweite ist schon sehr krass. Das ist, also, ich glaube, das ist weiter als das, was Bunny hat. Das ist schon eine extreme Reichweite. Damit habt ihr fast eine ganze Boss-Stage. Also wer das als Supporter spielen will, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich finde Luna mega spannend und auch witzig und mega cool umgesetzt. Aber wie gesagt, für mich ist es leider gar nichts. Es ist super schwierig für mich, erstmal den Takt zu treffen und dann auf die ganzen anderen Sachen noch zu achten. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da draußen daran sehr viel Spaß hat. Da habe ich schon einen oder anderen im Chat gesehen und gehört, der die ganz cool findet und damit auch sehr viel Schaden macht. Für mich persönlich ist nicht. Ich hoffe, das gibt euch so einen kleinen Einblick und eine kleine Idee, was Luna machen könnte oder auch eben nicht machen könnte. Auch welche Waffe man darauf spielen kann, tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich habe zwar jetzt hier Blaukäfer, aber Blaukäfer hilft im Prinzip nicht, weil man ja mit den Attacken hier Singular hat. Und Singular ist die Auflösung von Debuffs, das bringt nicht so viel ständig. Und hier hat man Tech, das wäre mit Geheimer Garten vielleicht ganz spannend, aber das würde dann die Fertigkeit stärker erhöhen, wenn man jetzt, ja, wenn man damit wirklich auf Angriffe geht und die erste Attacke nimmt, womit man die Gegner angreift, könnte ich mir vorstellen, dass Geheimer Garten da ganz gut funktionieren könnte, aber wer soll das schaffen? Also, ja, Hut ab vor allen, die Luna spielen. Sehr, sehr interessanter Charakter, wie ich finde. Wenn ihr nichts zu First Descendant verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video. Und schreibt mal gerne eure Meinung zu Luna unten in den Kommentaren. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr zu Luna sagt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.